ohne Titel. Was denkt ein Hund, wenn er einem blinden Hund begegnet? Welche Ursache erfüllt sie angesichts eines Unglücks mit größerem Schrecken? A. Technisches Versagen oder B. Menschliches Versagen? Ist die Natur unfehlbar? Wo sind die Tiere, die sich mit uns zum Beispiel über einen Sonnenuntergang freuen? Wenn Sie ein Experiment anordnen könnten, unabhängig von den Kosten, welches wäre es? Hätten Sie von sich aus die Energiezufuhr über Nahrungsaufnahme, Verdauung und Ausscheidung gewählt, wenn Ihnen die einfacheren Alternativen des Chlorophylls oder des Batteriebetriebs zur Wahl gestanden hätten? Gibt es Kulturen, die die Menschheit eher erhalten sollte als andere? Nachträglich betrachtet, wie hätten Sie im Jahre 1901 als Rektor der Realschule Linz Hitlers Stundenplan zusammengestellt? Glauben Sie, es gibt Menschenfresser? Was ist Ihnen lieber, das Kind oder der Hund? Was ist dem Kind lieber, der Hund oder Sie? Was ist dem Hund lieber? Nennen Sie drei Eigenschaften, die diese Welt besonders auszeichnen. Wenn Sie nachts zum Firmament schauen und sich vorstellen, dass Sie selbst bloß ein Stäubchen im All sind, bekommen Sie dann einen Minderwertigkeitskomplex? Falls nicht, woher nehmen Sie Ihr Selbstbewusstsein? Gesetzt den Fall, es fände sich im Universum eine Spezies mit einer ähnlichen Hirnleistung wie die des Menschen. Glauben Sie, es würde zu einer Art Freundschaft kommen? Und woraus schließen Sie das? Gibt es eigentlich ein Jahrhundert, das Ihnen besonders sympathisch ist? Angenommen, Sie hätten ein einziges Mal die Möglichkeit gehabt, in der Weltgeschichte zu intervenieren. Wo, wann und wie genau hätten Sie interveniert? Wäre die Welt eine bessere, wenn aus Wünschen unmittelbar Wirklichkeit würde? Gibt es Realität, die Sie lieber in Wunschform hätten? Was sollte die Natur Ihrer Ansicht nach von den Menschen lernen? Wie stellen Sie sich einen sportlichen Tod vor? Was genau haben Sie davon, wenn Ihr liebstes Fußballteam gewinnt? Glauben Sie, Sie werden generell unterschätzt oder überschätzt? Was wäre Ihnen lieber?
Gehören Sie mit Ihren Problemfeldern schon zu den Großbauern? Was oder wer könnte Ihnen egal sein, ist es aber nicht. Würden Sie, wenn Sie könnten, den Konjunktiv abschaffen?